Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit Mountain Blade Warbands. Wir sind in unserer Hauptstadt, die Hirim, und da einer nur 7 von 1 aus dem Dorf wurde. Es geht weiter. Wir haben eine neue Provokation. Wir hatten jetzt, keine Ahnung, wie viel. Ich habe, glaube ich, 20 Tage Frieden gehabt und habe Leute rekrutiert und habe jetzt schon mal die Truppen versammelt und dachte, wir füllen jetzt unsere Freunde mal auf. Zum Beispiel hier Aedin oder so. Jetzt müssen wir mal kurz in unseren Trupp reingucken. Nochmal Waffenknechte, anderes Zeug, Lanzenreiter, Speerträger, swadische Ritter. Pass auf, dann machen wir mal den Tonju. Ja, der Tonju kommt mit, das ist gut. Tonju, pass auf, Tonju. So, 70 auf 72. Truppen überstellen, den gebe ich gerne Truppen. Was hat er denn? Alles Mögliche. So, geben wir mal Ritter, Sergeants. So, hier. So, wie groß bist du jetzt? Jetzt hat er 313 Truppen. Sehr gut, Entschuldigung. So, okay. Wir brauchen viel Infanterie. Wir greifen jetzt Jalen an. Also das heißt, wir nehmen wir die Speerträger mit, um sie auszubilden vielleicht? Oder Nordkrieger, 131. Da haben wir hier Huskale, 72. Ich habe hier irgendwo noch die Rodoks. Warte mal, wo sind die denn? Die Sergeantes. Rodox Sergeantes. Wo sind die denn? Rodox Sergeant da. Und die Huskale nehmen wir auch. Oder? Nee. Fernkämpfer haben wir bestimmt auch noch irgendwo ein paar. Hier. Mordbogenschützenveteran. Und dann nehmen wir noch die Nordkrieger mit. Sehr schön. Sollen wir den Aedin auch mal ein bisschen auffüllen? Pass auf, den gehen wir jetzt mal. Drücken wir mal Stellen. Die Nordkrieger. 25. Bam. Auch nochmal ein paar mehr. Und dann nehmen wir nochmal ein paar mit. Und zwar nochmal Nordkrieger. So, und dann erklären wir Krieg. Ich habe geguckt, und zwar Matzelt, also die haben alle ziemlich wenig Friede vor der Eierkuchen-Wertung. Das ist halt schlecht. Weil ich den Bogen verschenke. Also ich blicke nicht hinter oder will mir auch gar nicht wirklich angucken, was ich da alles machen muss, damit die Leute zufrieden sind oder nicht. Die sind alle immer angepisst, wenn ich irgendjemandem eine Burg gebe. So, Botschaft entsenden, Rodok, Krieg erklären. Ja, wenn ihr ohne Provokation angreift, ja, nee, wir haben eine Provokation, also sollte das nicht zu arg sein, genau. Okay, so, los geht's. Oh Mann, die sind alle minus, also sehr viele, das ist super übel. Krieg, hurra, los geht's. Ups, nein, ich will nicht in die Schenke. Wir wollen jetzt nach Jalen. Und zwar, Ibdelis gehört jetzt einem anderen. So, wir könnten auch Jalkala einnehmen. Theoretisch. Und dann Jalen, aber erstmal Jalen. Das war unser Ziel bei der letzten Folge. Also wird das jetzt auch das Ziel. Also, reiten wir los. Von dannen! Und ich muss mal kurz schneuzen. Es könnte sein, dass diese Folge das Ende der Rodoks betitelt. Wir werden sehen. Oder die nächste Folge auf jeden Fall. Also wir haben nur noch hier Kala und Jalen. Das war's. Mehr lebt nicht mehr. So, nähert euch dem Torbler. Nee, es musste doch irgendwo noch eine Burg geben. Wir konnten ja zwei verlangen. Ihr seid außerhalb von Jalen. Bla bla bla. Belagert die Stadt. Los geht's. Auf geht's. Wir waren doch irgendwo noch eine Burg. Na, warten bis morgen. Stimmt noch irgendwo was. Angriff! Oh Mann, ach ja, stimmt. Ganz vergessen. So, schnell alle Fernkämpfer hier hin. Und der Rest ist mal hier hin. Dahin. Und die Freunde bleiben hier. Und ich bleibe hier. Hinter diesem Zaun. Für immer. Ich meine, es könnte schon gut gehen, wenn wir da hochstürmen. Wer greift denn da jetzt an? Ach egal, komm, Angriff. Angriff. Was soll's. Guck mal, wie viele Bergi-Bogenschützen wir haben. Super. Die gehören diesem Kratzkrutsche. Diesen Kratzk, oder wie der heißt. Sehr gut, sehr gut. So, zurück, meine Freunde. Wir bleiben in Deckung und schauen zu.
So, Entschuldigung, musste schon wieder. Es ist scheiß Heuschnupfen. Ich mute immer mein Mikrofon, wenn ich es schaffe. Rechtzeitig. Guck mal, einer ist tot. Sehr gut. Oh, da liegen Pfeile. Oh, guck mal, wir sind jetzt schon auf den Mauern. Superb. Leute, geht kämpfen. Macht mich stolz. Und wir gehen mit. Alter, guck mal. Super. Los geht's. Habe ich eigentlich lang genug gewartet? Boah, guck mal, die Pfeile alle durch die eine Breche. Oh, oh. Da war eine Leiche. Geht doch. So, jetzt machen wir hier mal kurz Prozess. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Nein, ich wollte es drauf anlegen. Es hat nicht funktioniert. Oh, wir sind auch sowieso schon wieder von der Mauer runtergeflogen. Aber dem... Oh nein, den hat es erwischt. Der wollte mir noch helfen, aber... Ah, jetzt sind sie wieder auf der Mauer. Ja, da kommt man die ganze Zeit... Boah, guck mal, die ganzen Rodox-Sergeants. Rum, 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 rum. Verteidigt das Reich. Rum, rum, rum. Alter, guck mal, wie viele das sind. Darum geht's nur noch. Rodox klatschen, da oben sind nicht mehr, das sind noch zwei, drei Armbrustschützen. Jetzt gibt es nur noch Nahkampfgeklatsche. Ah, jetzt kommen die, denen ihre ganzen Bogenschützen hoch. Na gut, müssen sie irgendwann. Dann nur noch hier Kala. Boah, so viele Rodox-Sergeants. Übel. Jetzt machen wir da kann ich. Meine Güte, jetzt machen wir natürlich keinen Fortschritt. Weil die ganzen Bogenschützen erst da waren. Ah, jetzt geht's los. Das sind meine Rodox-Sergeants. Die rennen auch da immer voll in den Moshpit rein. Ach, da oben haben sie immer noch andere Schützen. So ist nicht. Sieht nicht nach Fortschritt aus, aber besser als nicht auf der Mauer zu stehen. Okay, jetzt sind wir noch zwei. Kommt hoch! Die Schanze der Toten. Auf in euer Verderben. Und da unten sind immer noch etwas... Oh. Ja, ich glaube, ihr Kala wird noch mal übler werden als das hier. Ist denn, die wurden da schon mal belagert? Das weiß ich halt nicht. Tötet ihn doch, das ist nur einer. Hier sind mehr. Geht doch. Oh Mann, die schaffen es ja echt gar nicht, ne? Irgendwie hier voranzukommen. Aber es kommen auch ziemlich viele Beppos nach oben, um ehrlich zu sein. So halb ausgebildete Truppen.
Oder viele davon. Ah, von da unten sind bald alle endlich mal abgelöst. Sie rennen doch immer an der Mauer direkt in die Falle. Oh Scheiße, jetzt sind wir wieder auf der Leiter. Oh, da kommen ein paar bessere, da kommen die ganzen Kergiten. Na, jetzt treffen die ganzen Armbrustschützen. Achso, das war ein Mountain Blade Beutel. Oh Mann, guck mal, selbst dem passiert nichts. Streckt euch mal ein bisschen an jetzt hier. Also nochmal gehe ich nicht zurück. Das müssten ja die letzten jetzt von denen gewesen sein. Von den Rodoxarten, wenn wir Glück haben. Weil, viele sind ja nicht tot, viele gelten als verwundet. Und wenn wir jetzt die Burg nochmal angreifen, sind wahrscheinlich viele von denen wieder da. Und das sieht ja gut aus. Trotz allem. Und hier machen sie mehr Schaden, als wenn sie auf die Mauer gehen, irgendwie. Guck mal, jetzt greifen die Armbrustschützen auch noch weiter an. Hoffentlich sind das nicht meine letzten. Kommt schon, Leute. Oh nein. Leute. Tötet was und sterbt nicht. Das sieht nicht nach einem Sieg aus. Scheiß Armbrustschützen. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, oh, scheiße. 21 Moral. Kurz ein bisschen warten. Oh nein. Stimmt, ich habe nicht auf alle gewartet, ne? Das war auch blöd. So, Angriff. Hast du noch 2 Stunden? Ah, wir haben Deserteure. Jetzt ist nachts. Irgendwann schaffen wir es. Angriff. Diesmal glaube ich hier stehen. Aber wir waren ja eben auf der Mauer, meine Güte. So. Wir warten mal ein bisschen. Trotz allem. Oh, da ist keiner. Da ist keiner. Angriff! Freunde auch. Guck mal, die gehen jetzt noch dahin. Ah, super. Wollen wir jetzt schon mitgehen? Ne, wir bleiben hier stehen. Weil wir haben viele Haltbefehle, wie wir die Bogenschützen. So, Bogenschützen. Nee, ausschwärmen. Jetzt habe ich nämlich 2 aneinander, jetzt müssen wir wieder ausschwärmen. Komm, Scharfschützen mal. Siehste, Scharfschützen mal. Na, guck mal wieder aneinander. Nein. So. Ja. Sieht doch gut aus. Das sollte jetzt wohl funktionieren.
würde gerne nochmal auf die Mauer stürmen. Ich hätte es nicht also drauf anlegen sollen beim letzten Mal. An Logan. Stecken Sie fest? Leute, hoch da! Okay, Bogenschützen mitkommen. Oh Gott. Nein, Harald! Da, die gehen nicht ganz hoch. So, okay, schnell nach oben. Erstmal Angriff. Ich glaube, das war's jetzt. Okay, da ist nichts mehr. So, Deschar wieder mit Mattheld bekommen die Burg. Meine Superreichen. Kannst gehen, gut Lanz, du Lappen. Du bist das zweite Mal schon wieder in irgendeiner Burg. Okay. So, alles mitnehmen. Ist egal was, scheiß drauf. Hauptsache, die Zahlen sind gefüllt. Ich gucke nur noch auf Zahlen. Oder teilweise. Meine Güte, wir haben doch einiges an Verluste. Ich dachte irgendwie nur 20, was war mehr? Ich habe mich verlesen wohl. Hallo? So. Gefangene können wir nehmen. Wo sind die anderen eigentlich? Meine Güte! Sabber und Froschmalz. So, jetzt aber. Okay, Deschavi. Mattheld. Loyal, kooperativ hier. Mattheld. Ist eigentlich egal, wer. Machen wir erstmal, Deschavi. Damit wir die mal schön... Oh, hat sich keiner beschwert bei Deschavi. Guck mal. Ist doch gut so. Dann ist da Gerlux mit 75 und hier sind dann 39 in der Garnison. Dann machen wir jetzt mal hier Kala platt. Was sollte wohl gehen? Oder wir warten kurz in die Hallen. Komm, wir warten hier kurz. Die wollen hier nämlich hundertprozentig belagern. Aber wir wollen das nicht. Burg Erlung wurde von Graf Königreich belagert. Ergelon, du blöde Burg. Müssen wir den jetzt mal hier kurz platt machen. Und dann gehen wir zu Burg Ergelon. Ist jetzt nachts, aber wir müssen hier kurz jetzt cachen, weil wir keine Zeit haben. Oh nein, und es ist Nacht und es ist bergig und es... Oh, und wir haben fast nur Infanterie dabei. Das wird ein Gemetzel. Kurz, aber blutig. Ich hasse es nachts. Volle Kanne, Oschi! Boah, der Eolot hat auch kein Pferd. Die haben nichts mehr. Ich habe mich überhaupt einen getötet. Scheiße. Da kommen sie. Ah, da, ist das hier ein... Bayelord? Und die ganzen Bogenschützen. Die fliehenden Truppen am Ballern.
Ja, die sind mir. Das war's? Nee. Noch einer? Jetzt aber, jetzt zur Burg Ergelon, die sowieso immer belagert wird. So. Boah, wenn wir die Rodox gleich mal haben, dann gibt's endlich vielleicht mal Hochzeit. Aber es dauert wahrscheinlich, bis sie sowieso kapitulieren. Estrog Ergelon war doch... Oh mein Gott, die ist doch da oben. Da! Ja. Das ist egal. Immer noch belagert. Da war einer von den gemeinen Königen. Bald wieder einer mehr. Oh, guck mal. Ist das eure Armee? Ich bin sehr stolz. Komm, ich warte mal kurz hier. Guck mal, jetzt werden sie gejagt. Ach, da braucht ihr mich ja nicht mehr. Doch, wer ist das denn da? 136 Gefangene. Im Ernst? Ja, Burg Ergelöl. Dass jeder stirbt. Meine Güte. Wenn ich jetzt nur Jalen einnehme, Jelkala, Entschuldigung. Jelkala. Dann haben wir das. Christian Mattelt, die Burg. Die ein Schatten eurer selbst. Na. Aua. Massaker mal. Na. Nix da, Freundchen. So, das war's, hä? Oh, aber cool. Schön. Die Sonne am Himmel. Schönes Gemetzel auf der Waldlichtung. Na, ist egal. Und los. Hab ich noch genug Essen? So. Eigentlich habe ich genug Leute, die unser Königreich verteidigen, aber man weiß ja nie. Ja, und dann, schwupps, muss man wieder eine neue Burg einnehmen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht will. Ich habe keinen Bock, die Burg nochmal einzunehmen. Es dauert einfach alles so lange. So. Jelkala. Die Hochburg der Rebellen. Die Rodox sind nichts anderes mehr. Zack. Hier ist einiges los an Leuten. Soll ich mal hier kurz warten? Nee, Blödsinn. Bevor die dann noch in die Stadt reingehen. Ich belagere. Boah, hier sind noch überall die. Krass. Wir warten noch. Hier sind noch überall die Saraniden. Wir sind gerade just in time gekommen. Ich weiß nicht, was los ist. Wir greifen an. Oh, ist die gleiche. Na gut, ist das gleiche. Lass mir erstmal ein paar Kavallerie auch hier. Und die Infanterie greift an. Weil ich weiß ja nicht, was da bei der Kavallerie für Bogenschützen noch bei sind. Aber ich sehe keine. Kein Tonyu. Also könnt ihr euch auch angreifen. Ist sowieso keine Kavallerie hier. Guck mal, wir sind direkt schon auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Aldi. Sehr schön. Genau so muss das sein. Guck mal, ist noch Vägi oben. Das ist den hier Reichstag. Holen wir ihn uns. Hissen die rote Fahne. Der beherrscht du wieder hier am Ballern. Ich sollte eigentlich nicht da hochgehen. Schon, aber ich sollte nicht hier unten stehen bleiben. Warte ein bisschen, bis die alle oben sind. Ich glaube nicht, dass wir es diese Runde schaffen. Das wäre natürlich sehr episch, wenn wir das doch tun. Ich müsste links freiräumen. Vorsichtiger als letztes Mal.
So, Bogenschützen kommen jetzt hier hin. Von hier aus könnt ihr nämlich viel besser treffen alles. Und ihr müsst einen auseinander, glaube ich. Weil dann können die Truppen auch besser bei euch durchlaufen. Sehr gut. Schnell, 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 schnell! Okay, scheiß auf die anderen, scheiß was da passiert, ist egal. Wir müssen hier hoch. Es läuft, es läuft. Uah! Ich hab's. Hier war noch ein Bogenschütze. Pfeile. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Okay, wir haben's. Halbe Miete. Okay. Bogenschütze zu mir. Muss ich da oben irgendwie was töten können? Zu hoch, oder? Das ist gut. Ah, endlich. Leute, ich glaube, wir haben die letzte Stadt im ersten Versuch eingenommen. Aber das heißt jetzt noch nichts. Wer weiß, was dahinter für Verstärkung bei denen noch ist. Schnell noch die Pfeile einsammeln, die hier noch sind. Okay, dann los. Angriff. Alle Angriff. Alles Angriff. Nicht, dass die Bogenschützen sie alle die Leiter bedingseln. Über die Leichen. Der liegt an der Wand. Ja. Alter, guck, wie viele da noch stehen. Mir noch Pfeile. Nee, aber da waren... Was ein Pfeil. Oh oh. Oh oh. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Gibt's doch nicht. Oh oh. Boah. Oh, da schießt, glaube ich, einer auf mich. Doch, Pfeile! Nee, Wurf, Wurf, Dingens. Okay, wir haben noch eine Armbrust. Wir haben noch Leute, die kämpfen. Okay, gut. Oh, guck mal, die direkt in der rausstürmen. Ich meine, Arm muss mal ein bisschen skillen hier. Aber, oh oh.
Wer ist schneller nach, du oder ich? Ich. Oh shit, das ist noch einer. Aufpassen. Wir wollen doch jetzt hier nicht unsere coole Position verlieren. Um gerade was zu tun. Wir haben viele hundert Armbrustschützen, die wir haben. Ich kann auch nur Köpfe treffen oder Schilde. Ja, hier. Er will unbedingt... Oh oh. Ah, da kommen sie wieder. Ich dachte schon. Jetzt aber. Endlich das, mein Tross. Meine Güte. Ich bleibe lieber trotzdem hier. Ich weiß ja nicht. Boah. Die letzten Rodox, Gott sei Dank. Das sind zwar jetzt, heißt ja nicht, dass es keine Rodox mehr gibt, aber... Wir kommen immer Verstärkung, oder? Jo. Lasst ein paar übrig! Geronimo! Ah, 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 ah. Ich konnte nicht anders. Gucken wir dem Ganzen mal zu. Alter, sehr gut. Alter, die Rodox. Oh, die Städte einfach die gleichen. Aber ich finde die jetzt ziemlich gut. Zum Erobern super. Links und rechts ein Turm. Zum Verteidigen ist das auch super. Die Verstärkung kommt zwar nur von einer Mauer und nicht von der Treppe. Aber das ist dann auch wiederum gut für die Armbrustschützen, ne? Einer? Zwei? Oh, da ist auch noch einer. Ach, den habe ich eben schon mal gesehen. Na toll. Komm, den kriegt ihr. Beim Vorbeifallen. Ist der Beste. Mann, jetzt haben wir eine halbe Stunde gespielt. Jetzt müssen wir eigentlich aufhören. Aber erstmal, ihr könnt gehen. Von deinem Reich ist sowieso nichts mehr übrig. Du kannst auch gehen. Alle, guck mal, Alter. Die mögen das doch gar nicht, wenn ich die freilasse, oder? Ach du, nö, ist doch gut. Ja. Und weiter. Und Mattelt. Guck, da hat keiner was gegen. Es sei denn, es sind so viele, dass die Liste nicht an erscheint. Warten wir hier. Das war's. Es gibt nichts mehr von den Rodox. Wir haben die Rodox platt gemacht. Aha. Endlich. Haben wir denn jetzt Frieden mit denen, oder? Nicht. Wir müssen jetzt mal alle nach Hause schicken, erstmal. Und, ich würde sagen, ich pausiere erstmal hier, oder? Quatsch, wir machen direkt hier weiter. Ich meine jetzt zum Thema, ich wollte jetzt erstmal die Aufnahme beenden und laufen lassen, aber Blödsinn, wir können auch jetzt so weitermachen. Nicht länger sämtliche Truppen. Truppen, nicht Trüppen. So. Krieg gegen Rodox, abgeschlossen. Hervorragend. So, Mattelt und Deschavi mögen mich hoffentlich jetzt wieder. Jekala, Veluka, Jalen, weil die sind wichtig. Genauso wie Tonyu. Da! Will schon Kur am Sein genommen, ich Trottel. Das nicht mitbekommen. Ich habe sie alle nach Hause geschickt. Oh Mann. So viel zu dem Krieg. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann sind die Rodox immer noch nicht tot. Und bis dahin, Leute, haut rein.